hinaus? Was nährt deine Texte? Ich weiß es noch ganz genau. Es war der Winter vor Corona. Ich wollte in meinem Musikzimmer eine Uhr an die Wand hängen und bin dazu auf den Schreibtisch geklettert und hatte fürchterliche Knieschmerzen. Aber ich zog's durch. Die Uhr hing. Ich stieg vom Schreibtisch herab und musste feststellen, es waren nicht die üblichen Knieschmerzen, nein. Es war der Reißnagel, den ich mir eingekniet hatte. Ich konnte mich gerade noch rechtzeitig in die stabile Seitenlage werfen. Da ist mir dieses Lied eingefallen. Und das Erschreckende ist, es ist kein Corona-Song, aber er fühlt sich definitiv so an. Ein neues Jahr. Fenster, die da immer so sitzen auf der Überspannleitung, falls Sie das kennen. Okay. Ich freue mich, dass ich mitspielen darf. Der Song heißt Von oben. Alle anderen sind schon wieder ausgeflogen. Ich wär auch gern mal oben.
Beschlossen, die Novak macht den Anfang und das Ende, so wie es sich bei einer Diva gehört. Deswegen kommt jetzt nochmal ein Song von mir, den habe ich vor ein paar Tagen released, den findet man auch auf Spotify und ein Video dazu auf YouTube, und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich vielleicht mal die Zeit nehmen und das anschauen. Das ist für uns KünstlerInnen ganz wichtig, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, weil uns meistens nur das Internet so bleibt als Plattform und Spielraum. Deswegen, falls Sie ein Internet besitzen, schauen Sie doch einfach mal auf YouTube vorbei unter Isa Fischer See oder unter Die Novak. Und welchen Song? Alle, die da sind. Alle, die da sind. Das wäre super. Genau. Und Sie dürfen auch kommentieren und einen Daumen nach oben geben. Nur keinen Daumen nach unten, das wäre schlecht. Okay, der nächste Song heißt See. Komm, wir tauchen tief, bis wir unten sind. Füße schon in Schlamm, den Boden und den Sand. Was wir hier so sehen, ist es vor uns.
Meter tiefer ist als die Kluft zwischen uns. Sind leider kaputt gegangen. Und ich konnte damit irgendwie null umgehen und habe ein Trennungslied geschrieben. Also nicht für mich, sondern für sie. Dass sie gesungen hätten, wenn sie könnten. Ihr dürft jetzt weinen. Und danach dürft ihr euch hier noch ganz wunderbar aufhalten. Es gibt so tolle Sachen zu sehen und zu finden. Und das spielen wir jetzt zusammen. Und das heißt fast wie mein erster Song. Das heißt nicht ein neues Jahr, sondern ein neuer Tag. Nachbarn nicht zu stören und ich weiß, morgen ist ein neuer Tag.
an Olli Media und alle. Es war super für uns. Vielen Dank. Für euch das Lied, das ich als erstes komponiert habe. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich die Novak heiße. Ich habe eine Stressbewältigungskur gemacht auf Norderney und habe mir vorgenommen, ich will alleine Musik machen, ohne Musiker oder so wie vorher. Ich will selber texten und dann bin ich da mit dem Schiff und meinem riesigen Klavier angekommen und musste beim Abendessen bei übersüßtem Hagebuttentee und Scheibenwurst feststellen, da hat die Kurhausleitung gesagt, meine Damen, bitte beachten Sie dieses ein Haus der Stille. Und dann habe ich mir die Höfner-Gitarre genommen, mich ans Meer gesetzt und dann ist mir dieses Lied eingefallen. Es heißt Norderney und inspiriert haben mich dazu die Möwen. Die Häuser